Ja, herzlich willkommen zum ersten Informative Play, einer neuen kleinen experimentellen Rubrik, in der ich Spiele durchspielen werde und im Nachhinein Hintergrundinfos und allerlei Wissenswertes nachkommentieren werde. Wir beginnen die Reihe mit Indiana Jones and the Fate of Atlantis, eines der besten LucasArts Adventures aus dem Jahre 1992 und in Deutschland erschienen unter dem Publisher Softgold. Entwickler natürlich, wie schon gesagt, LucasArts Entertainment, welcher auch der Publisher in Amerika und Großbritannien war. Erschienen ist das Spiel für den IBM PC, Amiga und den Mac, sowie für das unter Adventure-Spielern sehr bekannte und sehr beliebte FM Towns System. Die Versionen für das FM Towns System und für den PC gibt es sogar in einer Torque-Version, allerdings dort nur in englischer Sprache. In deutscher Sprache ist keine Torque-Version verfügbar. Für die Lokalisierung, also die Übersetzung der Texte, zeichnet sich auch hier Boris Schneider-Johne verantwortlich. Aufmerksame Zuhörer werden schon das iMuse-System bemerkt haben, welches hier auch wieder zum Einsatz kommt. Ich bitte darum, jedes Mal, wenn Indy die Location wechselt in diesem Intro, darauf zu achten, wie das Hauptthema, komponiert von John Williams, variiert wird. Hauptverantwortlich für die Musik- und Audiokomposition in diesem Indiana Jones-Teil zeichnet sich Michael C. Land. Zum Einsatz kommt hier, auch wenn man es noch nicht erkennen kann, da die typischen Benutzungsverben fehlen und auch das Inventar noch nicht eingeblendet ist, das Scum Story System von Ron Gilbert, Eric Willmander und Brad P. Taylor, womit so gut wie alle klassischen LucasArts Adventures realisiert wurden. Scum, Script Creation Utility for Maniac Mansion. Dort wurde es zum ersten Mal eingesetzt und trat seinen Siegeszug an. Anders als im Vorgängerspiel Indiana Jones and the Last Crusade handelt es sich hier nicht um eine Spielfilmadaption, sondern eine komplett neue Story, erdacht von Hal Barwood und Noah Falstein, welche sich auch schon in anderen LucasArts Adventures beteiligten. Hauptverantwortlich für die Hintergründe und Charaktergrafiken ist William L. Eakin,
Für die Animation hauptverantwortlich zeichnet sich Colette Michaud aus Frankreich. Weitere Animatoren: James R. Dollar, Avril Harrison und Jim McLeod, die heute allesamt bei Telltale Games arbeiten. Das Büro kennen wir auch schon aus dem Vorgänger The Last Crusade, allerdings wird es hier aus einer anderen Perspektive dargestellt. Im Vorgänger sah man noch die Tür auf der rechten Seite, hinter der sich alle Studenten rangelten, um als erster die Note von Professor Jones zu bekommen. Auch hier hört man schon im Hintergrund das Atlantis-Thema, als dieses Artefakt geöffnet wird und diese Orichalcum-Perle herausgeholt wird. Schönes Foreshadowing an dieser Stelle. Es folgt ein schöner Beitrag in Sachen Animationskunst. Solch aufwendige Animation, noch dazu mit diesem temporeichen Musikwechsel und dieser Audiountermalung, waren zu der Zeit niemals gang und gäbe, sondern richtig schön edel. Und wie in den meisten Indiana Jones Filmen und Spielen sind hier seine Gegenspieler die Nazis. In dem Fall war es Dr. Klaus Kerner, welcher das Artefakt gestohlen hat. Hier auch schön zu sehen, dass nicht nur alle Tonmarken und Story inhaltlicher Natur lizenziert wurden, sondern auch die Bildmarken aus den Filmen. Ganz links ist ein Promo-Bild aus The Last Crusade, dem Film, wurde hier auch verwendet. Nicht verwunderlich, da LucasArts ja auch die Filme gemacht hat. Rechts zu sehen war Sophia Hapgood, der Sidekick in diesem Spiel. Marcus Brody, den Herren in der Mitte, den wir dort sehen, der auch in manchen Indiana Jones Filmen vorkommt, hat hier nur eine kleine Nebenrolle. Und so steigen wir ins Auto, blenden über zur Indiana Jones typischen Landkarte und machen uns auf nach New York. Das Intro ist vorbei. Es geht los.